Wir nähern uns schon fast im Endspurt, haben mit der Dings begonnen, mit der Base. Und hier habe ich ein Stück Mauer. So, das ist noch ganz feucht hier, das glänzt, der Putz. Und wie man hier schön sehen kann, sind hier ja, die Mauern aufgetragen. Das ist Styrodur. Die Seite ist schon fertig. Sieht dann so aus. Hier fehlen dann auch ein paar. Und die Mauer kommt dann anschließend auf das Gelände. So, wie haben wir das gemacht? Nein, wie habe ich das gemacht? Ich habe jetzt hier mal ein kleines Stückchen Styrodur vorbereitet. Das ist ein Stückchen Müll sozusagen. Ganz wichtig, man muss sich erstmal überlegen, wie groß sollen die Backsteine denn sein? Was möchte man darstellen? Kann das natürlich jetzt hier alles genauestens ausrechnen, sich das jetzt hier anzeichnen. So, jetzt haben wir die ein bisschen größer. Dann würde man dann hier einen hinsetzen, dann hier nochmal, dass das immer so schön das Ganze versetzt ist, dass wir dann da einen, ja, ich sag mal, einen schönen Mauereffekt haben. Das Ganze wird dann hier eingeschnitten. Ich zeige das jetzt hier mal. Jetzt haben wir das Grundgerüst und dann gehen wir mit der anderen Seite hierbei. So, jetzt ein bisschen fehlerbehaftet. Machen das erstmal so. So. Auch wenn ihr einen ganz feinen Bleistift nimmt, ihr habt da immer eine Linie. So, und ihr müsst das immer von beiden Seiten machen mit dem Messer, weil sich die Schneide von oben nach unten verjüngt und dementsprechend sieht das hier ein bisschen doof aus. Kann ruhig ein bisschen hin und her. So, und jetzt haben wir schon mal ja, ein Stückchen Mauer hier. Wir können das hier oben auch nochmal. Wichtig ist natürlich, dass das immer schön gerade ist. Auch wenn der Maurer mal ein bisschen schmuffig gemacht hat, aber die Steine sind dann definitiv natürlich schön gerade mal gewesen, wenn die dann vom Unternehmer gekommen sind. So, oder aber, und jetzt kommt hier mein Spezialwerkzeug von Liang, da mache ich auch noch mal ein schönes Ausgepackt zu. Zu diesem Werkzeug habe ich mir in China direkt bestellt. Da ist die Frage, wollen wir das aufnehmen, soll Modellbau König Werkzeug wie das hier aufnehmen, ist da Bedarf zu da? Wie gesagt, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir dazu mal ein, zwei Worte, Sätze dann dazu schreibt. Inhalt haben wir hier einmal die Messerchen hier, dann dieses 3D gedruckte Teilchen hier, das muss man selber dann zusammenbauen. So, und das Geheimnis sind halt hier diese Messer, wie man hier sehen kann. So, und dann hier noch ein bisschen Werkzeug, dazu kommen wir gleich. Ihr habt ja gesehen, hier ein bisschen fehlerbehaftet und hier läuft das Ganze ein bisschen einfacher. So. Kann man sich das natürlich auch vorzeichnen, damit man schön gerade ist. Oder ihr macht das hier einmal wie ich, frei Schnauze. So. Und jetzt geht das Gleiche wieder los. Soweit, so unspektakulär. Jetzt geht nämlich die eigentliche Magie los. Wir haben hier nämlich noch zwei Werkzeuge. Die sind hier oben angeschrägt. Die Seite hier ist nicht angeschrägt. So. Und jetzt, weil so eine Backsteinmauer, die ist ja nie gleich. Die Steine sind ja, die trocknen unterschiedlich ein. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Formen. Und wir wollen ja vor allen Dingen ein bisschen Pep in unser Diorama bringen, in unser Modell. So, und deswegen machen wir hier mal ein bisschen den großen Otto los, dass wir hier mal ein bisschen Effekte erzielen. Ihr
auch mal eine Ecke ausschneiden hier. Gibt das ja durchaus her. So, dann hier das wieder schön miteinander verbinden. Sturudur gibt es von den Firmen AK. Gibt es von, ich glaube, Amo, weiß ich gar nicht. Ich habe mein Zeug von Diodump. Der kommt aus den Niederlanden. Hat dann ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist ein relatives Ein-Mann-Unternehmen, der aber selber Modellbauer ist. Ein sehr erfolgreicher. Hat jahrelang auf Messen, Ausstellungen und so weiter immer was abgeräumt. Also versteht was von seinem Handwerk. Und da habe ich dann mich dementsprechend mal auf eine Ausstellung eingedeckt. Selbst wenn hier so Sachen sind wie hier, da habe ich nicht gut gearbeitet, dann pulen wir das raus, so, dann passt das wieder. Dann setzen wir hier mal ein Steinchen ganz tief. So, jetzt haben wir hier schon mal ein schönes kleines Mauerstück. Mal eben auf die Schnelle sind, ich sehe jetzt gerade die Anzeige nicht, 2-3 Minuten oder so. Also ist jetzt nicht so super viel. Und jetzt habe ich ein ganz neues Zauberzeug entdeckt. Ich habe sonst immer Gips genommen, aber das hier tatsächlich, das geht auch noch mal eine Ecke besser. Und zwar 2170 Amo auf MIG haben wir hier, kann man hier auch schön sehen. Schutzfolie ist entfernt und ich habe hier einen kleines Maurerkelchen. Man kann auch ein richtig großes Maurerkelchen nehmen, aber ich sage das gleich, das ist hier für diesen Bereich ist das entwickelt worden, ist dafür entworfen worden. So, und für die relativ kleinen Flächen, die wir so handhaben, ist das wirklich optimal. So, dann klebe ich die Sachen, die nicht eine Schicht hier enthalten sollen, die klebe ich jetzt ein bisschen ab. So. Mache ich einfach als Vorsichtsmaßnahme. Ja, und dann habe ich mir hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen viel. So. Ein bisschen viel, ist ja relativ klein. Wichtig vielleicht noch ist bei diesen Arbeiten, dass die Fingernägel kurz sind. Warum? Ihr seht bei dem Material, bei diesem Blue Foam, seht ihr wirklich jeden kleinen Abdruck. Und auch wenn die Fingernägel lang sind, ihr da ein bisschen doller drauf drückt, dementsprechend zeichnet sich das dann am Material dann auch ab. Und wir wollen ja die Effekte kontrollieren. Wir haben da ja nun sicherlich irgendwas richtig mit vor und deswegen ist das schon wichtig, dass das dann dementsprechend auch passt. So, jetzt haben wir hier ein schönes Stückchen Mauer. Das lassen wir jetzt antrocknen. So, und da das, ich sag mal, so eine Art richtige Mauerqualität hat, so ein richtiges Gipsstück, können wir damit auch später noch schöne Sachen machen, wie Einschüsse, wie ein bisschen Abplatzung oder so und so weiter. Aber so geht praktisch die Arbeitsweise von diesem Werkstoff. So, und ganz wichtig nochmal, damit ihr da möglichst lange was von habt, super penibel das Ganze hier sauber machen, dass der, seht ihr, da klebt schon was, damit der Deckel hier, dass da alles schön frei ist, schön zudrehen. Ja, und das Gleiche mit dem Werkzeug. Wenn das ausgehärtet ist, ist es wirklich super hart.
müsst ihr da losbrechen und ihr seht ja, das Werkzeug hier, das ist ja absolut klein. Deswegen wichtiges Vorbereitung, dass das gleich dann wieder richtig schön sauber ist. So, hier das Ganze in klein, hier das ein bisschen groß. Das können wir dann aber auch dann mit vielleicht auf die Fläche legen. Mal sehen, so sieht das wie gesagt aus, wenn es gerade vorbereitet ist. Und hier, da haben wir die fertige Seite. Was ich mir ebenfalls noch gemacht habe, das sind ein paar Backsteine praktisch ausgeschnitten, die da so ein bisschen rumliegen sollen aus diesem Material. Das ist übrig gewesen. Ja. So, würde ich sagen, lass uns mal die Spiele beginnen. Wir gestalten den Boden. Ich sage mal wir, ich. Und dazu nehmen wir hier von Molto Holzreparaturspachtel. Wichtig, dass das hier in diesem 1 Kilo Gebinde ist. Gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Baumarkt. Ich glaube, ich habe das mal bei Obi gekauft. Ja. Markierung habe ich mir gemacht. Hier kommt der Panzer hin. Hier soll eine Figur stehen. Ja, dann habe ich hier noch von Reality in Scale, habe ich hier so eine plattgefahrene, ja, so ein plattgefahrenes Fass. Und dann, naja, hier kommen die Sachen hin, nicht den Baum, da kommt ein bisschen erhöht an. So, und dann versuchen wir da mal was von zu gestalten hier. Abgeklebt ist das hier rundherum schon mal, damit ja, ich vernünftig arbeiten kann. Damit ich mir da keine Gedanken machen muss, dass irgendwas vollgesaut wird. Ich würde euch empfehlen, das hinterher die Arbeitsfläche hier einmal wieder richtig schön sauber zu machen. Ja, ansonsten mögen die Spiele beginnen. So, Dille, dann habe ich mal ein bisschen weiter gemacht. Und zwar, also nichts Weltbewegendes. Ich habe nur die Mauer hier einmal lackiert mit der XF22. Und im oberen Bereich, hier kann man das schön sehen, habe ich ein bisschen Weiß dazu gemixt. Einfach um ein bisschen ja, Abwechslung da drin zu haben. Und also wie gesagt, ich bin immer noch total begeistert von dem Armor-Zeug, von diesem Thin Concrete. Also das geht wirklich wunderbar. Die Base ist behandelt worden mit Tamiya, mit der Grundierung. Den Baum habe ich, wie ihr seht, hier ein bisschen abgeklebt, damit der halt ja nicht grau wird. Nächster Schritt ist jetzt, ich bemale jetzt die Dachziegeln. Das Orange, das mixe ich mir selber. Extra Orange kaufen brauche ich eigentlich so gut wie nie. Deswegen nehme ich hauptsächlich Rot und etwas von dem Gelb hier und töne das gegebenenfalls mit dem Weiß ab. Ja, und da würde ich jetzt erstmal dann loslegen. So,
Nach einigen Gemixe habe ich hier Rot, Gelb, nicht abhauen, und ein bisschen Blau genommen. So, und der Farbton hier, der sagt mir ganz gut zu. Den nehme ich jetzt. Töne das nochmal ein bisschen ab dann mit anderen. Ja, und dann wird das jetzt hier angepinselt. Nächster Schritt, wir bemalen die Backsteine. Dazu habe ich hier ein Set von Armor of Mick mit verschiedenen Braun- und Grautönen. Sieht jetzt im ersten Augenblick auch nicht alles sehr schön aus, aber die Feinheiten, die kommen dann tatsächlich mit der Alterung. Wichtig ist erstmal, dass jetzt hier die Steinchen dementsprechend angemalt werden. Weiter geht's, und zwar, warum lache ich? Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss sich jetzt hier was durch die Nase ziehen. Gut, okay, der Witz war jetzt nicht der beste, aber wie machen wir das denn, dass das jetzt hier hält irgendwie? So, wir packen mal die Wasserflasche dahin. So, und zwar, warum mache ich jetzt den Witz mit dem Pflastern? Folgendes, jetzt bleibt da stehen, du Lümmel, so jetzt. Wir haben das jetzt soweit hier fertig bemalt. Ein bisschen Nuancen schon reingebracht, aber das sieht ja noch alles irgendwie nicht so schick aus. Jetzt kommen wir zu den Special Effects, und dazu nehmen wir Gips. Ich habe jetzt hier ich habe mal ein Promo-Paket gekriegt, das benutze ich jetzt hier, Pflaster Base. Ihr könnt aber auch selbstverständlich ganz normal einen Gips aus dem Baumarkt nehmen, was ihr noch zu Hause habt im Keller. Ja, was brauchen wir dazu noch? Muddis alter Waschlappen, feucht, und ein Messer. So, und dann wird sich jetzt hier was rausgeholt. Das wird sich nicht durch die Nase gezogen. Würde ich bei Gips lassen. Am besten nicht dahin klickern, wo er nicht hin soll. So, weg mit dir. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Gips. Ein bisschen viel. Wir brauchen ja nur eine kleine Idee. So, ganz vorsichtig, das ist ja Styrodur, ne? Wisst ihr ja noch. Und das verträgt sich dann mit dem Messer hier nicht so gut. So, drücken wir ein bisschen fest. So, und jetzt kommt die Magie des Findels, beziehungsweise die Magie hier des Waschlappens. Keine Sorge übrigens, das lässt sich alles wieder hervorragend rauswaschen. Habe ich schon mal getestet. So, wo wir nicht hinkommen, da spucken wir hin, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dann nehmen wir uns jetzt einen Pinsel. Am besten noch einen härteren. So, nehmen wir den. Im Wasser getunkt. Warum machen wir das überhaupt mit dem Wasser? Der Gips soll ja nicht wieder rausbröseln. Der soll ja möglichst da drin schön aussehen und cool sein und so. So, und deswegen
nehmen wir den jetzt und verteilen das hier so ein bisschen, machen das ein bisschen feucht, weil was passiert, wenn der Gips feucht wird? Richtig, der wird, wenn er wieder trocken wird, wird er hart. So, und dann haben wir nämlich diesen schönen Effekt hier, den wir dann da haben wollen. Sieht schon mal ganz nett aus. Besser sieht man das natürlich gleich jetzt noch hier. Ein bisschen doof, dass das so schräg ist und ich euch das dann zeige, weil entweder sehe ich nichts mehr, ich kann das so über die Kamera machen, genau. So, das macht nichts, dass wir da ein bisschen Farbe abgeschrubbt haben. Das ist nicht schlimm. Das können wir gleich wieder reparieren. Wir kümmern uns jetzt erstmal um einen Effekt und dann machen wir dann das nächste. Und das ist auch immer ganz gut, wenn da was passiert, weil dann seht ihr gleich, wie man das irgendwie reparieren kann. Und das ist halt, ja, normal ist, dass da auch kleine Rückschläge dann, ja, so mit aufploppen. Ja, da ist der Busch schon ein bisschen im Weg, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir das so hinkriegen. Ich denke mal, der Effekt ist klar. Da, wo die Reise hingeht. Das sieht schon mal gar nicht so ungeil aus. So, der Rest hier, das sind natürlich hier die Feinheiten. Das machen wir alles nach und nach. Das kann sein, dass das nochmal wieder ein bisschen durchkommt, wenn das jetzt trocken ist. Aber das ist nicht schlimm. Da gehen wir dann nochmal mit einem feuchten Tuch bei. So, tupf, 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 tupf. Ja, sieht doch schon mal richtig nett aus, das Ganze. Und wesentlich besser als der Zustand davor. Gut, ich bearbeite jetzt gleich mal das Rückstück. So, gebe das hier nochmal hin. So, nächster Schritt ist das Washing. Da haben wir hier die Blackwash 1011. Nächster Schritt. Ist leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich hoffe, das funktioniert noch. Das Zeug hält nämlich leider nicht ganz so lange. Ja. Gut. Habe ich mir hier mal ein bisschen was reingemacht. Wollen wir jetzt mal ein bisschen Grünspan darstellen. Ein bisschen Verdünnung dazu, um den Effekt besser kontrollieren zu können. Jetzt haben wir hier dieses schöne Zeug hier.
auf Wasserbasis, habe ich ja schon für den Panzer genommen. Und damit, ich habe hier schon mal angefangen, wird das jetzt hier so eingepinselt. Ja, ist eine breiige Masse, trocknet relativ schnell ein. Ich denke mal eine gute Stunde oder so, dann ist das trocken. Ich würde das immer so Tupfen aufbringen, das dauert zwar ein bisschen länger, aber ihr seht halt, ja, wo ihr halt wart oder wo noch nicht. Brauche jetzt hier für die Fläche so anderthalb Durchgänge, so ein paar Sachen durch das Glänzen siehst du halt nicht. Da muss man wieder beigehen. So, und dann, ihr seht ja hier am Rand immer das, was schon so eingetrocknet ist. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Dann haben wir nämlich gleich mal so ein paar Brückchen. Wichtig ist auch, dass das nicht aussieht wie hingeklatscht, sondern ruhig hier in tupfenden Bewegung raufbringen und nicht zu dick, sonst ja, diese breiige Masse, die ja, verfließt nämlich sonst, und dann, wir wollen ja nicht, dass das aussieht wie Omas letzter Brei da drauf, sondern schon, dass das eine erdige Masse am Ende des Tages wird. So, und wie gesagt, muss auch nicht ganz tausendprozentig, es kommt ja dann noch Vegetation drauf, es kommt ja noch Laub drauf. Ja, und das ist jetzt hier meine meditative Arbeit, die nächste Stunde, denke ich mal. Ganz wichtig ist doch, dass wir zum Schluss das ans Fahrzeug anpassen, dass wir noch einige Stellen ein bisschen feucht nachbehandeln, gerade da, wo das Fahrzeug durchgefahren ist. Da, wir haben ja nun hier Herbst und da sammelt sich das Wasser ja ganz gerne mal, und dementsprechend das dann auch dann anzupassen. Und man kann das ganz gut sehen, dieser Bereich hier, der ist neu aufgebracht worden. Der andere hier in diesem Bereich, der ist dann jetzt schon abgetrocknet. So sieht das dann aus, und dann dadurch, dass der Untergrund relativ hell ist, kann man auch sehen, wo noch Fusch ist, wo noch was gemacht werden muss. Und zwischendurch immer alles, was angetrocknet ist, ganz wichtig, einfach hier mal so hinreiben, weil das sind dann hier diese schönen kleinen Erdbröckchen, die wir dann natürlich da auch auf diesem Feld hier drapieren möchten. Wie gesagt, decken muss das nicht sein. Ich habe nachher schon mal eine Masse vorbereitet, die dann das Ganze simuliert. Gras kommt dazu noch. Ganz interessant, dazu erzähle ich dann gleich nochmal, was ein bisschen Spannung muss ja noch sein. Wo ich das Gras her habe, kann man natürlich auch für teuer Geld kaufen oder man fährt mal. Aber wie gesagt, das ist dann eine Geschichte für den nächsten Arbeitsschritt. Sudele, das ist jetzt so schön getrocknet hier. Und ich habe euch ja gestern schon gesagt, dass ich hier so ein schönes, tolles Mittel habe. Und das ist ja Seegras, Seemoos genannt hier. Habe ich vom letzten Urlaub mitgebracht aus Italien, lag der überall am Strand. Dachte ich mir, oh schön, gehört keinem, da sammelst du mal ein paar ein. Ja, kann man wunderbar nehmen. Und dann habe ich noch Laub vorbereitet. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir mal mit an. Erstmal, ja, fange ich ein bisschen mit dem Gras an. Das drapieren wir hier schön. Dazu habe ich hier in einen Kronkorken Leim-Ponal. Ganz normalen Ponal kann man hier schon sehen, den Klassik. Wichtig ist, dass ihr kein Wasser festnimmt, weil der muss ein bisschen mit Wasser verdünnt werden. Das Schöne an diesem Naturmaterial ist, es kann, ja, wie ihr seht, es kann hier schon so verwendet werden. Man muss das nicht noch irgendwie färben und hat jede Menge Vorteile. So, dann nehme ich mir jetzt hier was. So, ein kleines Büschelchen. Ich packe das hier wieder zurück. Wenn ich frage, warum da eine Schraube drin ist, da habe ich vorhin durchgebohrt. Da kommt dann der Panzer hin, den bohre ich von unten fest. Ich habe festgestellt, dass das wesentlich einfacher und besser ist, das festzuschrauben, als das zu kleben, weil der Kleber, der könnte sich lösen. Das ist immer eine Riesensauerei, und ja, deswegen machen wir das dann einfach so.
Gut, angeklebt haben wir das jetzt hier schon mal. Dann brauche ich, da ist es. So, und dann, um das Ganze hier noch ein bisschen, ja, ich sag mal, fester zu machen, kommt da ein bisschen was von drauf. So, und dann ist ja einmal ein bisschen was übrig. So, das kommt dann da drauf. Ein bisschen drapieren. So, dann habe ich hier von Martin Wellberg oder die Nummer Well 5041. Ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes nehmen, aber das Schöne ist halt, dass die hier ja schon recht, wie soll man sagen, recht herbstlich sind. So, und das Büschlein, das setzen wir jetzt hier hin. Drückt das ein bisschen an, damit der Kleber ein bisschen sich entfalten kann. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Daneben gleich noch ein bisschen Gras. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe ein bisschen gekleckert, das ist gar nicht schlimm. Macht uns gar nichts. Wichsen wir erstmal neuen Kleber ein, den brauchen wir nämlich gleich. So. Hier ist jetzt Wasser drin, H2O. So, und das Ganze wird gemacht, nicht um etwa irgendwie Kleber zu sparen, sondern das hat einfach den Hintergrund, dass man das ein bisschen flüssiger macht, ein bisschen gefälliger. Das reicht erstmal, um das zu bearbeiten. Jetzt kommt mein Spezialzeug. Setze ich zusammen aus mühevoll rausgesuchten Birkensamen. Das ist ganz wichtig, dass das nur diese Flugdinger sind. Hier kann man das so sehen. Genau, die einmal. Dann setze ich das zusammen aus Blättern, die ich ein bisschen klein gemacht habe. Dann ist da ein bisschen Sand drin und das Ganze soll einfach ein bisschen hier das Material schön herbstlich wiedergeben. Soll schön das runtergefallene Laub hier darstellen. So, jetzt hält das ja noch nicht sehr schön. So, das gucken wir uns mal ein bisschen aus der Nähe an. Hier habe ich das Ganze schon gemacht. Da liegt auch der gefallene Kamerad und ein bisschen Zeug so. Und das geht jetzt hier immer so weiter. So, gestern das soweit hier vorbereitet. Man kann das hier schön sehen, dass das jetzt soweit fertig ist. Ich würde sagen, da fehlen jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Links und rechts sind denn hier noch ein paar Dreckspritzer, die dann noch fehlen.
Das Fahrzeug muss so ein ganz bisschen angepasst werden. Ich habe mir auch überlegt, dass hier an die Mauer noch ein bisschen Efeu kommt. Das sieht so ein bisschen nackig aus. Ja, dann fehlen ja vorne noch die zwei Figuren und das Stillwater von der Firma AK. Das ist relativ viel eingeschrumpft. Da werde ich dann noch mal ein bisschen beigehen müssen, weil jetzt sieht das wirklich tatsächlich so ein bisschen aus, als ob die Luft so ein bisschen raus ist. Was ich auch noch radiert habe, ihr seht das hier, ich habe so ein, zwei Blätter da noch mal reingehangen. So, und ja, die werden gemacht. Außerdem hier am Baum, da werde ich jetzt noch mal ein paar kleine Beschädigungen machen. Ist natürlich jetzt doof, dass die Kamera oben ist, ich da nicht ganz hinkomme. Muss ich euch am besten zeigen, wenn das Ganze fertig ist, weil ich habe ja hier Einschusslöcher reingemacht. Das soll ja so eine Action-Kampfszene sein. Und hier genauso. Deswegen, genau. Und was ich noch gesehen habe, wenn ein Panzer durch das Gelände fährt, ihr seht das, es bleibt ja ganz viel am Laufwerk hängen. So, ich hoffe, man kann es hier sehen, es bleibt hier im Laufwerk hängen und hier noch so ein ganz bisschen feucht, dass man da Erde simuliert. Was nehmen wir dafür? Gibt es eine relativ, einen einfachen Weg, dass das so ein bisschen glänzt, so ein bisschen feucht ist. So, und habe ich auch erstmal woanders gesehen, und zwar Refresh Engine Öl. Richtig, das gleiche Zeug, was hier drauf ist, kann man aber auch wunderbar dafür nehmen. Homöopathisch bitte einsetzen, sonst sieht das wirklich übertrieben aus. Ja, das ist so der Weg. Dann würde ich sagen, das eine oder andere zeige ich nochmal, und dann kommt als nächstes, kommt dann hier der Schutz ab. Das wird dann ganze, wird schwarz angemalt, und ja, dann kommen die Sockelschilder. Die kommen dann auch drauf. Da hat der Thomas, der war schon richtig, richtig fleißig. Ich kann das leider nicht so. Und dann hier die Sachen, die kommen dann drumherum. So muss man sich das dann vorstellen. Aber alles zu seiner Zeit. Und denke ich mal, am Ende wird das dann wieder alles schön fotografiert und euch gezeigt. Und ja, dann, das ist so jetzt der Weg. So, es ist jetzt tatsächlich vollbracht. Das Diorama ist fertig. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal für Thomas, für die Umsetzung meiner Wünsche, für das Sockelschild oder für die Sockelschilder. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das hier mal ein bisschen an. Da lassen wir gleich ein bisschen die Musik düdeln. So, da geht's ran, da ist der Zoom. Ich gehe hier gleich mal ein bisschen rum, drehe das Ganze mal ein bisschen, dass man sich das hier alles angucken kann, dass wir so ein bisschen die Atmosphäre hier einfangen. So, denke ich mal, die Sachen sollten ja soweit klar sein. Sollten da noch irgendwelche Fragen sein, immer gerne in die Kommentare, dann ja, wird dann natürlich dann das auch gerne beantwortet. So. Das ist die andere Seite hier. Ich gehe noch mal ein bisschen raus und kann ich mit der Kamera nämlich noch ein bisschen rangehen, dass der Bereich hier auch schön scharf ist. Sehen, ob wir das da gleich rankriegen, ob man das da erkennen kann. Extra nämlich Munitionshülsen dort deponiert. Leider spiegelt für mich meine Ansicht das hier ein bisschen nach. Da kann man die auch noch mal sehen. Ja, ein bisschen Action Jackson Szene hier. So, bei dem Efeu, da ist jedes Blatt einzeln angeklebt. War auch eine Arbeit für Leute, die Vater und Mutter totgeschlagen haben.
Figuren, wie gesagt, habt ihr ja mitgekriegt. So, da gehen wir da nochmal rein. Und dann würde ich den Rest einfach dann mit Bildern, die wir hinten anhängen, nochmal untermauern. So, da ist die Mauer. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Konntet da einiges mitnehmen und wie gesagt, bei Fragen immer gerne her damit. Schießt los. Versucht die natürlich so gut wie es geht für euch zu beantworten. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.